Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video der Taiwa Performance GmbH. Thema heute G-Lader-Überholung, aber G-Lader-Überholung hier bei uns im Haus von A bis Z. Da werden wir ganz oft gefragt, wie das Ganze funktioniert und was ihr als Kunden zu tun habt. Ihr habt eigentlich überhaupt nicht viel zu tun. Ihr habt nur bei uns auf der Website das Auftragsformular runterzuladen, auszudrucken, auszufüllen, oben ins Paket legen und Lader dann zu uns schicken, und dann geht das Ganze nämlich bei uns im Hause so los. Euren G-Lader könnt ihr am besten per DHL, DPD, UPS oder auch GLS zu uns schicken. Das Eingangsdatum wird außen auf dem Paket vermerkt. Das ausgefüllte Auftragsformular solltet ihr immer oben ins Paket legen. Für die Überholung benötigen wir wirklich nur den G-Lader. Sprich, wir benötigen keinen Ansaugschlauch, keinen Gussbogen und auch keinen schwarzen Schalldämpferkasten am Lader. Jeder G-Lader, der bei uns ankommt, wird mit dem zugehörigen Auftragsformular in eine separate Box gepackt. Jeder Lader wird von mir persönlich geöffnet und geprüft. Im nächsten Schritt informieren wir euch telefonisch über den Zustand eures G-Laders und besprechen nochmals die anstehenden Arbeiten. Im nächsten Schritt werden die Verschleißteile aus den Gehäuseteilen und Verdränger entfernt, sowie das Gehäuse in unserem Teilereinigungsgerät gewaschen. Der G-Lader kann bei uns von außen auch glasperlgestrahlt werden oder auch pulverbeschichtet. Im nächsten Schritt werden die neuen Lagerwellendichtringe, Dichtleisten und der neue Zahnriemen montiert. Die Endmontage erfolgt natürlich wieder nur durch mich. Die Überholung selbst wäre damit bereits erledigt. Euer G-Lader geht dann wieder in den Versand und wird dann mit DHL an euch zurückgeschickt. So, ich hoffe, G-Lader-Überholung ist soweit verständlich erklärt, wie der Ablauf ist. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, einfach unter dem Video posten, beantworten wir natürlich gerne. Ja, über einen Like auf YouTube bzw. Facebook würden wir uns natürlich freuen, und YouTube auch das Abonnieren nicht vergessen. Und ja, dann bis zum nächsten Video in ein paar Tagen. Macht's gut!